Gänsefingerkraut, soweit das Auge reicht. Okay, da ist auch ein bisschen Zinnkraut dazwischen. Zinn, ja, Zinnkraut, Zinn, ja. Das Gelbe ist ja die Blüte. Und ich finde es sehr interessant, dass hier so viel wächst. Und zwar, weil hier hat eine Frau ein Pferde stehen. Also man sieht, die verbrennen hier auch zwischendurch was. Die hat aber nicht nur die Pferde, sondern so viele Hunde, dass es mit einmal nicht mehr schafft, spazieren zu gehen. Und ein Hund davon, den hat sie wohl den ganzen Tag auf dem Schoß. Der ist so mini klein irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also das ist auch das Auto, was uns dann begegnet, wo dann, wenn die Hunde dann alle auf eine Seite hüpfen, das Auto wankt. Also man sieht das hier echt. Gänsefingerkraut, soweit das Auge reicht. Und Gänsefingerkraut ist ja ein Frauenkraut. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gänsefingerkraut einen auch stimuliert. Also man wird davon geil. Da kann ich das jetzt gut verstehen, dass hier so viel Gänsefingerkraut steht, ne? Und ja, zusätzlich ist es noch so, dass diese Frau wahrscheinlich in der Wechseljahre ist. Aber ich finde das krass, wie viel davon da wächst. Ja, es geht auch noch weiter. Es ist zwar nicht mehr so krass wie da vorne. Und hier hört es auf. Also sie hat einen Mann. Ne? Und ja, das ist hierher gekommen, um mir zu helfen. Nur die Menschen wissen es ja nicht mehr. Wir haben ja das vergessen, denen geht es auch gut. Die hat jetzt gerade mal ein Pferd gekauft. Ja, also zwei Pferde, wie, was weiß ich, wie viele Hunde. Da braucht man keine Zeit mehr für einen Mann oder da ist keine Zeit mehr für einen Mann. Also muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich wüsste nicht, wie ich es machen soll, wenn ich jetzt einen Mann hätte mit meinem Hund. Ne? Also die fände das überhaupt nicht gut, wenn ich jetzt da intim werden würde. Ja, also deswegen, wenn ich dann überlege, sie hat wahrscheinlich 10, zwischen 10 und 20 Hunde, dann weiß ich nicht. Ich meine, ist ja auch jetzt nicht wertend gemeint, sondern es ging jetzt einfach nur darum, dass das Kraut, was einem helfen würde in der Situation, zu einem kommt. Und intuitiv würde ich sagen, hier wieder der Meerrettich. Ich fand das so interessant, weil das so wächst, so nach oben, ne? Also so schräg wie eine Pyramide nach oben. Deswegen hat mich das ja interessiert. Das ist die Pflanze übrigens, wo ich entdeckt habe als erstes, die in einem anderen Video vorkommt. Also, was ich gerade sagen wollte, also ich habe so in die Information, dass der Mann halt auch fremd geht. Ja. Verstehe ich dann schon. Wenn die Frau nur der Hund knuddelt, hätte ich auch keinen Bock. Ja. Ist ein schönes Beispiel und da habe ich gedacht, jetzt mache ich schnell ein Video davon. Und Sonnenuntergang haben wir heute keinen. Ein bisschen. Dann bis denne. Ciao.